Ah ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Diesel TV, einer Nahfernfahrerwoche, man weiß es noch nicht. Hier noch die Kratzer, die habe ich in der letzten Folge vergessen zu zeigen. Und hier vorne auch ein bisschen. Also, die sind gut versteckt, die Kratzer, aber ich kann euch versichern, sie sind da. Leider. Naja, also was steht heute an? Heute ist halber Nahfernverkehr. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ich muss jetzt erstmal nach, bei München habe ich einen Kunde. Oh, hier ist der Rücklicht kaputt. Und dann habe ich noch einen anderen Kunden bei Nürnberg. Und je nachdem kann es sein, wo ich zurücklade, kann es sein, dass ich heute auch draußen bleiben muss, weil entweder ich lade in Neufahren wieder, da wo ich schon ein paar Mal geladen habe, dann schaffe ich es nicht mehr heim, oder ich muss da so Leergut mitnehmen bei den Endladestellen, wo ich jetzt Sachen auslade. Das wird ja eh spezieller, weil ich da ja irgendwie mit deren Stapler abladen muss. Ich habe ja gesehen, hinten hängt kein Stapler dran, weil ich den wohl nicht brauche. Und dementsprechend, mal gucken, ich habe da irgendwie so PIN-Codes gekriegt für diese Halle und wird abenteuerlich. Also auf jeden Fall ist da keiner, ich hätte auch ein bisschen später losfahren können. Nur wenn ich jetzt heute wirklich heimkomme und ich dann hier später losfahren würde, dann würde ich auch wieder später nach Hause kommen. So, was mir noch einfällt, ich musste heute hier in der Industriegebietsstraße parken, in der Hauptstraße, mache ich nicht so gern. Also gestern musste der parken, weil war wieder nichts frei. Also es war genug frei, aber die haben wieder so geparkt, dass du mit dem LKW irgendwo dazwischen gepasst hast. Und dann fuhr so ein LKW vorbei, als ich da auf dem Bürgersteig gelaufen bin. Da war da hinten mal die Autoverwertung gerade. War ein LKW von denen und da war das einfach ein Zuschauer von mir. Der hat so mehr oder weniger eine Vollbremsung gemacht da. Mein Gott. Da ist ja nichts los bei uns, da kann man das schon machen. Und dann haben wir da kurz geredet und der kriegt jetzt irgendwie einen Elektro-LKW. Da hat er mich gefragt, wie ich das denn finde. Da habe ich immer da gesagt, was ich davon halte. Ich finde es ja eigentlich grundsätzlich nicht schlecht. Und die haben halt hier ein echt gutes Konzept, oder sagen wir ein rundes Konzept, weil die den Strom auch selber erzeugen. Bei der Autoverwertung. Und da kann er natürlich da umsonst tanken sozusagen. Und da kann sich so ein Ding auf jeden Fall rechnen. Er war nur ein bisschen, Alex hieß der Zuschauer, der war nur ein bisschen besorgt wegen der Reichweite, aber ja, das muss man ja mal gucken. Ich meine, der E-Aktros, der jetzt kommen soll, dieser E-Aktros 600, der hat ja 500 Kilometer Reichweite. Und mit dem Volvo, mit der Volvo-Sattelzugmaschine, da sind wir ja voll beladen. Ja, also ich sag mal 300 Kilometer konnten wir da fahren, wenn du hier im Nahverkehr unterwegs bist. Und sag ich mal, ja, dann könnte das schon so funktionieren. Und ich meine, im Notfall muss man halt irgendwo zwischenladen. Ich glaube, der hat ja einen Motorwagen da, dann ist es dann mit dem An- und Abhängen auch nicht so nervig, wie wenn du jetzt an- oder auf- und absatteln musst. Ich muss jetzt hier in die bayerische Provinz die Skizze noch mal angeguckt, die mir der Julius da geschickt hat. Aber mein Navigationsgerät hat tatsächlich schon die richtige Route rausgesucht. Ich habe gestern mit Julius auch noch telefoniert und gefragt, deswegen hatte ich auch den Stapler vergessen abzustellen, weil ich so im Telefondingsbums war, und gefragt, ob man da dann überhaupt drehen kann. Er meinte, da wäre genug Platz. Ihr wisst ja, wenn ein Disponent irgendwas sagt, dann ist immer... Nein, der Julius, der ist ja früher selber gefahren, daher kenne ich den ja überhaupt. Wenn der sagt, da kann man umdrehen, dann kann man da wahrscheinlich auch umdrehen. Also er hat gesagt, da wäre ein Riesenplatz. Und ich bin wohl auch nicht der Erste, der da hinfährt, von hier, von der Spedition. Also sollte das eigentlich funktionieren. Und da bin ich mal gespannt, was die mir da für einen Stapler hingestellt haben oder was es für ein Stapler ist, ob ich mit dem überhaupt fahren kann. Und vor allem, wie so ein normaler Stapler im Vergleich zu dem Mitnahmestapler ist. Weil ich glaube, so ein normaler Stapler ist tatsächlich ein bisschen angenehmer zum Fahren als das Mitnahmestapler-Ding. Ich meine jetzt nicht vom Fahrkomfort, sondern halt von der Übersicht und sowas. So, jetzt müssen wir etwas... Also auf der Karte sah das echt schlimmer aus zu fahren. Es geht eigentlich wirklich hier. Nennt sich so das mega Gegurke. Und setzt da irgendwie in dieses Biberbach, genau. Und dann in diesen Biberbach irgendwie rechts. So. Wieder so ein Spacken. Ich brauche halt Platz, wenn ich hier reinfahren will. Geht
halt nicht anders. So, genau, und das müsste jetzt die richtige Straße sein. Ich bin so doof, ich habe immer so geile Endladestellen für die Drohne und lasse sie einfach zu Hause. Ja, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, müsste ich eigentlich hier vorne reinfahren können. Das müsste eigentlich reichen, oder? Weil wenn ich es jetzt so sehe, doch, das geht schon. Fahre ich dann da runter. Da wollte ich nur nicht hochfahren, weil das halt mit dem Schotter und so, da hatte ich irgendwie ein bisschen Schiss. So, der Stapler steht da drin, der funktioniert auch. Da, Alter, da stehen Geräte drin. Beziehungsweise eigentlich, man sieht ja sowieso nicht die Geräte, aber alter Schwede, wo ich da reingegangen bin, Junge, ich dachte nur, was geht denn hier ab? Das ist ja mal sowas von komfortabel im Vergleich zu meinem Stapler. Alter, hier sitzt ja richtig bequem. Deutlich, aber wirklich deutlich angenehmer als mein Mitnahmestapler. Guck mal hier, ich kann die Paletten ganz runterlassen, ohne dass es auf die Räder knallt. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Ich habe abgeladen. Das trifft sich jetzt eigentlich ganz gut, denn dieses Video ist zumindest Google-mäßig, also YouTube-mäßig, werbefrei. Denn ich habe für dieses Video einen Sponsor und dieser Sponsor ist Intrak. Was ist Intrak? Intrak ist eine App, mit der ihr Parkplätze suchen könnt in ganz Europa. Ich kenne sie ursprünglich vom Englandfahren, denn ich zeige euch das mal. Hier auf meinem Snap-Account-Sticker, da steht da vorne drauf, please don't wake me, I'm with Snap. Da war diese Intrak-Werbung drauf, da habe ich sie mir da mal runtergeladen, die App. Damals war es aber eben hauptsächlich für England, mittlerweile für ganz Europa. Mit der App könnt ihr eben Snap LKW-Parkplätze suchen, normale Auto, also Snap LKW-Parkplätze und Depot-Parking. Mit der App könnt ihr Snap Truck Park suchen, das heißt einmal Depot-Parking, also bei Firmen zum Beispiel auf dem Hof, oder aber auch Autohof, zum Beispiel Autohof Sulz, wo es die besten Snacks gibt, ist auch ein Snap Rasthof, der ist hier auch in der App hinterlegt. Ihr könnt aber auch normale Autohöfe suchen, die nichts mit Snap zu tun haben. Dann könnt ihr weiterhin Snap Waschstraßen suchen und auch normale andere Waschstraßen. Das mache ich nämlich gleich. Nehme ich euch mit hier und suche das mal hier auf der Karte und zeige euch auch noch kurz, wie die App generell funktioniert. Weil ich muss ja mein LKW waschen. Da passt es jetzt eigentlich ganz gut mit diesem kleinen Placement. Die App gibt es, wie gesagt, für Android und iOS. Könnt ihr euch im Play Store bzw. im App Store einfach runterladen. Ist komplett kostenlos. Die Benutzung ist kostenlos. Wenn ihr hier auf der Karte seid, dann könnt ihr da eben ranzoomen. Oben sind die Filter. Also hier könnt ihr zum Beispiel auch nur nach Snap Truck Park suchen. Ich bin jetzt ja hier. Ja, da wäre jetzt der nächste. In Nordendorf. Könnt ihr auch hier auf mehr Informationen klicken. Dann seht ihr so ein bisschen, was es kostet. Ja, hier der kostet jetzt 10 Euro. Hat 20 Parkplätze. Öffnungszeiten, 24 Stunden immer offen. Ausstattung könnt ihr gucken, Dusche, Shop, Café. Hier sogar die Öffnungszeiten drin vom Café, Toiletten. Und so gibt es halt eben zusätzliche Informationen zu den Parkplätzen. Und natürlich, wenn ihr einen Snap-Account habt, dann könnt ihr dort direkt auch mit eurem Kennzeichen einfach bezahlen, ohne dass ihr da was bar bezahlen müsst. Oder halt mit DKV-Karte oder irgendwas. Hier oben wäre jetzt nochmal einer, Neumarkt, Total Autohof Ahlfeld. Hier kostet 15 Euro. Dann auch Öffnungszeiten, Ausstattung, was gibt es hier so? Waschmaschine, WLAN gibt es, Toiletten, Kaffee. Ja, das sind also die Snap-Parkplätze. Ihr könnt aber hier oben auch auf alle Dienstleistungen drücken. Und dann seht ihr hier einmal Waschstraße. Dann wäre jetzt hier ein anderer Autohof, ein anderer Total-Autohof, der eben nicht in Snap-Account, also nicht mit Snap-Account funktioniert, aber halt normal. Wie gesagt, ihr könnt das einfach hier oben filtern über Snap oder alle Dienstleistungen. Oder ihr macht Snap
und Other Truck Parks, dann ist das beides aktiviert. Oder ihr sucht nur nach Waschstraßen, da könnt ihr auch Snap Waschstraßen und andere Waschstraßen auswählen. Oder ihr wollt Depot Parking, könnt ihr auch nur nach Depot Parking suchen. Zum Beispiel hier wäre jetzt Depot Parking bei Adolf Landes GmbH. Kann man direkt buchen hier über Snap. Kann ich hier in der App direkt buchen. Kennzeichen eingeben, Name eingeben, Handy eingeben und dann läuft es über meinen Snap Account. Kostet 14 Euro pro Nacht, 20 Parkplätze. So, ich suche jetzt eine Waschstraße. Da mache ich hier oben mal Snap. Ne, nicht Snap Washes. Ich mache Snap und alle. Was gibt es denn hier in meiner Richtung? Ich muss ja da hoch. Hier, da wäre zum Beispiel eine. Turbo Wasch GmbH. Öffnungszeiten. Ja, perfekt. Dann fahre ich doch dahin. Und guck mal, ob das funktioniert. Also wie gesagt, wenn euch die App gefällt, ladet euch sie gerne runter. Ich benutze sie, wenn ich dann mal Fernverkehr fahre und suche mir da Parkplätze. Oder halt gerade fürs England fahren ist sie mega geschickt. Aber ihr seht, es gibt nicht nur in Deutschland jetzt Parkplätze, sondern die ist wie gesagt für ganz Europa. Also 1839 Parkplätze in Frankreich, 1000 in Spanien, 2000 hier in, 1500 in Benelux. Ja, ihr seht, also ihr seid gut aufgestellt, europaweit zum Parkplatz suchen mit dieser App. Und da könnt ihr, wie gesagt, ist alles komplett kostenlos, ist nur eine kleine Unterstützung für Fernfahrer oder für Fernverkehr halt. Ladet es euch gerne runter und ich fahre jetzt mal zu der Waschstraße und guck mal, ob das funktioniert. Ich habe hier hinten alles hochgefahren, also aufliegertechnisch, weil ich soll jetzt, ich habe hier gerade den Chef gefragt, der meinte, rausfahren soll man hier runter. Also ich glaube gut, dass ich das nicht probiert habe, hier hochzufahren. Ist schon ganz schön steil. Da wäre ich bestimmt wieder hängen geblieben. Genau. Jetzt muss ich halt nur den Auflieger, darf ich nicht vergessen, den Auflieger wieder runter zu machen. Das habe ich ja schon mal gemacht. Ich hält der Arbeit. Und da habe ich mir die Kotflügel das erste Mal verkratzt. Weil diese Auflieger hier, normalerweise bei den neuen, die gehen ja immer von selber wieder in neutral. Aber das ist ja etwas älteres Modell hier noch. Meine schöne Kratzer. Oh, traumhaft. Und die machen das nicht. Jetzt habt ihr ja wahrscheinlich die Werbung gesehen, dass ich mir über die App da die Waschstraße gesucht habe. Da fahre ich jetzt hin, weil ich habe heute, so wie es aussieht, muss ich sowieso nach neu fahren, also Ziegel laden. Und da komme ich wahrscheinlich eh nicht heim. Also nutze ich das, gehe noch waschen, tanken muss ich dann auch noch. Und ja, genau, also jetzt erstmal hier raus. Den gleichen Weg, den ich reingefahren bin, auf jeden Fall raus. Keine Experimente, Herr Munz, machen Sie keine Experimente. Die sind in den letzten Wochen alle, und ich sage alle, schiefgegangen. So, also ich habe es hierher geschafft. Scheint auch nicht so viel los zu sein. Vielleicht komme ich ja gleich dran. Guter Tipp auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die gefunden hätte ohne diese App, keine Ahnung. Aber es ist nur die Frage, dann fahre ich wahrscheinlich dran. Also, die Waschanlage gibt aber mal richtig Gas. So, jetzt muss ich noch kurz tanken gehen. Ey, die waren super schnell. Viertelstunde haben die jetzt gewaschen. Und ja, ich gucke mir gleich mal an, ob es auch wirklich sauber ist. Regnet's. Übrigens, also ich... Oh Mann, was ist denn gerade eigentlich los? Ich habe einfach meine Spiegelkappe verloren. Junge, ich check's nicht. Ich war in der Waschstraße. Habt ihr gesehen? Und dann dachte ich irgendwie, dass oben meine Spiegelkappe locker ist. Hab das Fenster runter gemacht und ein bisschen dran gedrückt und zack, ist sie direkt abgeflogen. Jetzt fehlt mir hier oben links die Spiegelkappe, Junge. Oh, ich verstehe das nicht, was ich... Jo, dann legen wir mal los. Nächste Stapler. Diesmal wieder ein anderes Modell. Okay. Wie fahre ich jetzt hier vorwärts?
Das ist so ein komischer englischer. Ja. Gott schütze uns vor Regen und Wind und vor Gabelstaplern, die aus England sind. Also der andere, der war nicht so übersichtlich, muss ich sagen, wie der hier. Aber der hier hat dafür nur ein Pedal unten. Der andere hatte zwei, also hatte sogar drei Pedale. Der andere hatte drei Pedale unten, praktisch eins zum Vorwärtsfahren, eins zum Rückwärtsfahren und eins eine Bremse. War eigentlich auch nicht schlecht. Aber hier, das finde ich fast angenehmer, weil du halt hier ein bisschen, du kannst halt Gas geben und sowas. Und Fahrtrichtung macht man dann hier mit den Schaltern. Die haben hier dieses Paket da, diese Pakete übrigens, einfach nur draufgestellt. Und ich dachte, das geht alles bei dem anderen Kunden runter. Und zum Glück kam da gerade so ein Monteur oder einer halt von dem Kunden, der da dann gesagt hat, halt, die müssen hierher nach Rückenbach, die Sachen. Ja, naja. Jetzt machen wir hier mal irgendwie Platz. Schenk das da mal ab. Ja, also dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier rauskomme oder nicht. Ich schneide alles. Ein bisschen eng hier. Aber ist auch ein bisschen eng geworden. Er hat jetzt extra da sein Auto weggefahren, glaube ich. Weil hier rum raus ist ein bisschen einfach. Das habe ich vorhin mir schon angeguckt. Ich war noch kurz auf Toilette hier. Und es ist natürlich jetzt auch nicht die breiteste Ausfahrt, aber auf jeden Fall angenehmer als das da hinten. Meine Spiegelkappe, das habe ich aber schon organisiert. Der Yannick, der mir schon ein paar Mal geholfen hat, der besorgt es bei sich, der lässt es lackieren und schickt es mir dann per Post. Ich werde dann euch auf dem Laufenden halten, was das gekostet hat. Die ganze Scheiße, Junge. Ah, es war so klar, da fahre ich einmal durch die Waschstraße. Oh Mann. Ich bin in Neufahrn. Ja, hier meine Fahrerkarte. Muss ich auch diesen Monat bzw. spätestens nächsten Mal dann mal neu beantragen. Sie erreichen Ihr Ziel genau. Um 18.07 Uhr. Ich bin in Neufahrn und das ist der Klassiker. 3 Stunden 13, Lenzzeit habe ich noch. Ja, 3 Stunden 55 brauche ich bis nach Hause. Aber ich glaube, dann heute mache ich den. Heute ziehe ich, glaube ich, durch. Ist mir egal, halbe Stunde. Wurscht. Genau, jetzt muss ich hier ein bisschen einen Moment warten. Normal 20 Minuten oder so wartet man. Bis jetzt war es immer so. Und dann lade ich da mal die Ziegel. Ich habe geladen, im Kopf war ich ja schon zu Hause. Aber gut, jetzt fahre ich wahrscheinlich wieder nach Märkling an meinen Standardplatz, wenn ich von hier aus Bayern zurückkomme. Da in dem Industriegebiet. Stelle ich mich dahin und morgen ist es von dort eine Stunde Anfahrt oder so. Ich muss aber irgendwo noch einen Stapler aufsammeln, weil morgen die Endladestelle ist mit Stapler und das sieht auch auf Google Maps wieder interessant aus. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Bei meinem Glück die letzten Tage oder ich weiß ja nicht, oder bei meiner Dummheit, sagen wir mal so, bei meiner Dummheit, ist es wieder, verursache ich da wieder irgendwelche Problemchen, könnte ich mir vorstellen. Entweder die Spiegelkappe fliegt ab oder ich bleib mal wieder stecken. Ja, weil ich weiß echt nicht, was da. Ah, was ist? Naja, also auf jeden Fall bleibt es dann heute auch von den Lenkzeiten her im legalen Rahmen. Und ja, dann bleibe ich da halt in Märkling stehen. Das geht eigentlich auch, da kann man ja ganz gut stehen. Da stelle ich morgen das Bierenbach zu, der Rest geht dann, vermute ich mal, nach Bohndorf. Jo! Ein neuer Tag beginnt. Ich bin gestern hier in Märklingen gestrandet. Heute kenne ich einen Teil des Programms. Ich muss jetzt als erstes nach Göppingen. In Göppingen haben die mir einen Stapler hingestellt. Den muss ich einsammeln, aufladen, also dran machen, mitnehmen und dann muss ich ja noch hoch in dieses Dorf. Wie heißt denn das nochmal? Bierenbach. Bierenbach, genau. Und da muss ich dann irgendwie in dieser komischen Straße, da muss ich echt mal gucken, wie ich das nachher mache. Das ist alles nicht so toll zum Anfahren. Aber ich vermute mal, ich werde unten auf der Straße stehen bleiben, auf der Hauptstraße. Das habe ich mir auf Google Maps angeguckt. Das sah einigermaßen fahrbar aus und da fahre ich mit dem Stapler, das sind 300 Meter von der Hauptstraße, da fahre ich da mit dem Stapler hoch. Das sind nur zwei Paletten zum Glück, kein ganzer Zug, dann geht es.
Aber ja, der Andreas hat mich gestern noch angerufen und mir das auch gesagt, dass ich da echt gucken soll wegen dem Reinfahren. Sie hatten irgendwie keine Zeit, normal gucken die selber. Normalerweise gucken die selber, wie die Anfahrtswege sind und ob das gut anzufahren ist oder wie man am besten anfährt. Aber da das, was ich jetzt hier mache, eigentlich nur ganz spontan ist, weil die eigentlich nämlich, so wie das halt in der Logistikbranche ist, irgendwie sind Paletten kaputt gegangen, keine Ahnung bei wem oder welche oder was. Und der Kunde hat nur noch bis Montag seinen Baukran vor Ort. Der will also jetzt die Paletten haben. So, normalerweise geht ja alles von Neufahrt auf den Hof, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und dann wird es da umkommissioniert, weil die haben ja auch Kran, Hochkranzüge und keine Ahnung was. Und halt einen Hängerzug. Und mit dem Hängerzug wäre das sicherlich kein Problem, da reinzufahren. Stellst den Hänger irgendwo ab und fährst mit dem Motorwagen hoch. Da wäre das ganz easy machbar. Aber ja, mit dem Sattel ist man da halt nicht so flexibel. Und weil der Kunde die Ware halt dringend braucht, muss ich es jetzt zustellen. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich mal. Bei meinem aktuellen Glück, ja, wer weiß, wo ich wieder lande heute. Spiegelklappe verloren, Kotflügel verkratzt, zweimal hängen geblieben. Also nicht an Sachen, aber halt so. Nicht mehr vorwärts gekommen. Festgefahren. Ja, Junge, läuft. Also das einmal hängen geblieben ist, das einmal festgefahren. Ich habe den Stapler schon gesehen, der steht da hinten links. Ich muss jetzt nur erstmal hier noch kurz da bei dem, über diesen Obi da fahren. Oh, das lässt sich ja. Ah ja, das ist ja einwandfrei hier. Da ist ja mehr als genug Platz. Stelle ich mich hier so hin. Irgendwie so. Stapler ist dran. Dann kann ich jetzt weiter zu der Endladestelle da. Ich sehe, glaube ich, schon die Baustelle, die ist da oben, da wo der Kran ist wahrscheinlich. Oh je, hier rein. Nee, das mache ich nicht. Ich fahre die Haupt. Ach so, ja, ich habe ja auch hier noch die falsche Adresse drin. Ah ja, okay, das ist ja schön breit hier. Immerhin. Paketdienst hier. Ich hoffe, das geht so, aber ich denke schon. Ja, Bausterma ist jetzt hier oben. Jetzt kommen wir hier mit meiner Überbreite. Jawohl. Eigentlich nur noch hier irgendwie wieder rauskommen, einigermaßen. Unbeschadet. Opa. Aber das sollte eigentlich dann kein Problem sein. So, noch mal ein bisschen ausholen hier. Info. Ich denke mal, ich fahre nach Bohndorf, aber weiß ich jetzt noch nicht. Und da ist ein Bäcker, da hole ich mir vielleicht noch mal kurz einen Nervenkaffee. Also nach Bohndorf, wie gedacht, da kommt dann das alles runter oder umsatteln. Aber ich denke mal, ich lade dann ab da auf dem Hof. Das geht aber schnell. Die haben ja da so einen Gigastapler.
und dann, keine Ahnung, was ich da noch machen muss heute. Gerade schon einen Anruf gekriegt, wo ich bleibe. Der Paul, das ist hier der Stapler Lagerchef Profi. Der hat sich, hat schon, der scharrt schon mit den Hufen, hieß es. Also ich soll jetzt gleich auf den Platz fahren. Kommt gleich das ganze Zeug runter. Und ja, dann gehe ich mal ins Büro und fahre und so weiter und so fort. Dieses Industriegebiet macht mich echt verrückt. Heute ist wieder nichts los. Heute kann man wieder locker parken überall. Es ist so komisch. Also jetzt fahre ich mit der Ware wieder zurück nach Bohndorf. Dann kommt, bleibt der Auflieger stehen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich kriege einen anderen. Und dann lade ich für Montag, da wo ich den Zuschauer getroffen habe diese Woche, für die Baustelle, lade ich dann wieder da in Pforzheim. Das heißt nachher 13 Uhr Bohndorf, 13.30 Uhr, 45 Ladestelle. Ja, so 15 Uhr oder so müsste ich dann daheim sein. Das passt, würde ich sagen. Ja, achso, nachher muss ich meinen Stapler, der steht hier, den ich letzte Woche da diese Woche da abgestellt habe. Den muss ich nachher wieder mitnehmen. Genau. Ja, Freitag 14.30 Uhr. Wer fährt nach Hause? Ich. Nach einer relativ guten Woche, muss ich sagen, 14.40 Uhr, wenn ich jetzt daheim war. Ist doch schön, oder? Am Freitag. Das ist doch schön. Das freut das Fahrerherz und das Unternehmerherz auch. Kilometer haben gepasst. Gut, ich habe natürlich den ein oder anderen Scheiß wieder gehabt diese Woche. Aber selbst verschuldet natürlich nur. Was auch sonst. Kratzer reingefahren, Spiegelkappe verloren. Aber gut, ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Verlust, ein bisschen Schwund ist immer. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß bei den Videos. Ich denke mal, die Abwechslung hier ist doch ein bisschen schöner als jetzt, sage ich mal, nur beim Kühlerfahren. Und ich habe jetzt schon oft gelesen, dass ich wohl besser drauf bin, merke ich auch selber. Naja, in diesem Sinne, hattet ihr auch ein werbefreies Video. Stimmt, wenn das mit dem Sponsoring geklappt hat, schaut ihr, ladet euch die Intrac-App runter, schaut sie euch an. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, die ihr dann euch hoffentlich auch anschaut. In diesem Sinne, tschüss, ade und ciao.